Hallo und herzlich willkommen zu Divinity 2. Wir befinden uns jetzt hier bei der Kaserne oben und schauen uns hier noch kurz um. Ja, noch ein Buch und da ist noch jemand zum Reden. Pavel. Oh Drachentöter, ich hab euch gar nicht gehört. Oh nein, nichts. Ich habe nur vor mich hingeredet. Aber natürlich, was sollte denn nicht in Ordnung sein? Sag ich doch, Drachentöter, alles in bester Ordnung. Ordentlicher Pavel. Okay, mit dem stimmt irgendwas nicht. Es gibt noch ein Gebäude, das wir noch nicht angesehen haben. Das weiß ich nicht. Ja, wir können hier runterspringen und verlieren keine Lebenspunkte. Schön. Hier ist noch ein Haus. Mein Gott, habt ihr mich erschreckt? Der Ausbilder wird mich umbringen, wenn er erfährt, dass ich meinen Strandkolben verloren habe. Er muss mir in der Nähe von Karlshof aus der Hand gerutscht sein. Ich erinnere mich noch daran, dass ich ihn hatte, bevor ich dort ankam. Schon, wärt ihr auch, wenn ihr gesehen hättet, was ich gesehen habe. Ein Drache. Unten im Tal. Groß wie ein Haus war er. Hat mich fast zu Tode erschreckt. Ich muss mal tief durchatmen. Entschuldigt. Ja, okay, passt. Leer. Wir haben hier noch jemanden zum Reden. Ah. Die beiden Damen hier. Habt ihr gehört, Susi, was sie über Drachentöter sagen? Der Geber hält sich wie eine echte Blondine. Was denkt sie eigentlich, mit wem sie es zu tun hat? Drachentöter so groß wie Trolle sind und ebenso stark. Was? Nein, ihr seid nicht so groß wie ein Troll. Drachentöter ganz unter uns. Kennt ihr Roman, den Priester? Er könnte vielleicht mit einem Drachen im Bunde sein. Das ist verdächtig genug, findet ihr nicht? An eurer Stelle würde ich ihn im Auge behalten. Weißt du, Drachentöter, das glaubt die Leute, erzählen sich, dass Müller unlustige Kunden in seiner Mitte zermalt. In den Fluss wirft. Immer mit der Ruhe. Ich sage nur, was ich gehört habe. Weißt du das Neueste? Was denn? Habt ihr gehört, was sie über das Drachentöter so groß wie Trolle sind und ebenso stark? Was ihr nicht sagt, das muss ich jedem erzählen. Okay. Habt ihr schon gehört? Ich habe schon vieles gehört. Susi flirtet mit jedem Mann im Dorf. So was von dirnenhaft. Unrat hat mir erzählt, dass er Leutnant Ludwig heute Morgen im Wald gesehen hat. Ohne Hose. Das kann nicht stimmen. Wir haben gehört, dass er nicht dort war. Drachentöter, der Arzt im Gasthof hat Schrauben in seinem Kopf. Und wenn er sie aufdreht, kann er seine Schädeldecke öffnen. Woher wollt ihr das wissen? Ihr seid kein Arzt. Drachentöter, das will ich jetzt behauptet, dass Folo, wie soll ich Schwein intim ist. Denkt ihr wirklich? Ehrlich gesagt fand ich das auch. Okay, also mit denen können wir offenbar permanent reden. Die haben immer ein bisschen was anderes zu erzählen. Ja, wir gehen jetzt erstmal in die Mühle rein. Und hier gibt es sicher auch noch was. Ja, fängt schon gut an. Eine Kiste. Und Buch. Linda. Hey, bleib mal stehen. Ich bin Linda, die Tochter des Müllers. Warum habe ich nur meinen Geldbeutel in der Kirche drin? Hoffentlich kann ich mich reinschleichen, bevor Pater Dominik ihn sammelt. Ja, das tue ich. Ich hole das Getreide von Karlshof. Natürlich eskortiert von Wachleuten. Das kann ganz schön langweilig sein, aber Pavel und Quentin macht das scheinbar nichts aus. Nicht wirklich. Das ist ein ganz schön verschlafenes Nest. Vor langer Zeit, als man diese Gegend noch Tal der Schreine nannte und es hier genauso viele Kriegsherren wie Hasen gab, war das anders. Heutzutage ist das Aufregendste, wenn sich mal eine wilde Kreatur dem Ball nähert oder Besucher wie ihr kommen. Ich habe nichts gegen dieses Leben, aber ich hoffe trotzdem, dass ich eines Tages Städte sehe und vielleicht sogar einen interessanten Mann kennenlerne. Ich hoffe nur, dass nicht alle so sind wie dieser Champion Richard. Ich habe ihn gegrüßt und dann hat er... Ja, bei so etwas spricht eine Dame nicht. Genießt euren Aufenthalt.
Hier ist auch eine Kiste. Oh, Boot. Das können wir mal mitnehmen. Hier ist noch was. Oh, ein Schlüssel. Ja, hier ist noch jemand. Ja, kann der alte Müller irgendetwas für euch tun? Ich sollte den Schlüssel nicht mehr im Kessel verstecken. Neulich wäre ich fast daran erstickt, als Linda Suppe gekocht hat. Ich muss euch enttäuschen. Ich verlasse die Mühle nur selten. So läuft das nun mal im Trümmertal, Drachentöter. Dank Mühle, Schmiede, Hof und Kaserne können wir uns komplett selbst versorgen. Der Gasthof ist der einzige Ort, wo richtige Geschäfte gemacht werden. Er ist beliebt bei fliegenden Händlern und Reisenden. Da mache ich mich wieder an. Okay, hier ist noch was. Kleiner Kasten. Ist auch verschlossen. Oh, wir müssen unbedingt Schloss knacken lernen. Müssen wir hier noch, gehen wir hier noch runter. Da kommen wir wieder raus. Hier haben wir den Schlüssel. Gut. Leer, leer. Oh, hier gibt's was. Ein paar Äpfel. Okay. Das Ginseng. Na dann gehen wir mal hier runter. Oh. Was ist das? Okay. Ein Kürbis. Jetzt auch noch eine Pflanze. Hier auch noch. Was macht ihr in diesem Keller? Ihr habt euch an Buat vorbeigeschlichen, nicht wahr? Buat ist manchmal wirklich komisch. Er wählt schon das Wort Illuminatus als Kennwort für sein Lager. Mensch, dumme Zweibein. Ja, da freue ich mich. Er ist kein Müller, er ist Alchemist. Oh, okay. Er ist jedoch nicht so gut wie ich, aber Nayaba, der älteste Alchemist in Rivendell. Das ist ein Baum. Ich habe hier unten Wurzeln geschlagen und werde von Buat beschützt, der vor etwa 70 Jahren hierher kam. Er gibt vor, ein Müller zu sein, aber in Wirklichkeit erforschen wir gemeinsam die Macht der Pflanzen und Elemente. Mit Vergnügen. Okay. Ach, wir haben noch keine. Das ist offenbar der Trank, den wir gerade gefunden haben. Hier können wir somit Tränke brauen. Weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Hier ist noch eine Pflanze. Oh, Äpfel. Ach nee. Zweibeiner ist zurück. Die können meine Äste euch zu Diensten. Oh, das hat ihn abgesehen. Ihr müsst ihn selbst fragen. Eigentlich lebe ich weit entfernt von hier, in einem Gebiet, das als Dunkelwald bekannt ist und seit dem Großen Krieg vielleicht gar nicht mehr existiert. Bevor Buat hierher kam, nahm er einen meiner Zweige, kultivierte ihn mit magischen Kräften und züchtete einen neuen Baum. Und so stehe ich hier, wie auch möglicherweise in diesem vergessenen Wald, zweimal am Leben.
oder einmal tot. Allerdings gibt es bei meinem zweiten Ich einen kleinen Unterschied. Ich erinnere mich, dass ich viel mürrischer war. Wahrscheinlich, weil es in diesem vermaledeiten Wald immer geregnet hat. Lebt wohl. Hier können wir noch hoch. Da ist eine Kiste. Ist leer. Und hier ist verschlossen. Wieder mit Schlossknacken. Ah, oh, wir müssen dringend... Oh. Ja. Das war jetzt gerade ein bisschen komisch. Jetzt hier ein paar Äpfel. Sachen reinsetzen, um uns ein bisschen zu heilen, falls wir irgendwann dann mal in den Kampf kommen. Ist hier noch eine? Ach, hier ist auch noch geringe Heilung. Gut. Na dann reden wir mal mit dem Müller. Ich bin das unsägliche Opfer einer Jagd. Einer Jagd von Attentätern. Wem sagt ihr das? Ich verstecke mich schon seit Jahrzehnten. Vor vielen Jahren war ich ein bekannter Alchemist in der Stadt Verdistis, bis ich eines Tages Besuch von der Gilde der Attentäter bekam. Ich musste ein krankes Mitglied ihrer Gilde heilen. Leider habe ich die falschen Kräuter in seinen Tee gegeben und er ist gestorben. Daraufhin haben sie Rache geschworen. Ich bin hierher geflohen, aber ich glaube, sie haben mich aufgespürt. Wirklich? Das ist sehr nett von euch, Drachentöter. Ich weiß jedoch nicht, wie ihr vorgehen könntet. Ich fühle mich in letzter Zeit beobachtet. Daher verschließe ich nachts die Mühle und hoffe das Beste. Ich würde für die liebgewonnenen Dorfbewohner weiterhin den Namen Unrat behalten. Aber wenn ihr den Mut aufbringen könnt, diese Auftragsmörder zu töten, ist euch eine große Belohnung sicher. Reden wir mal mit der Tochter. Oh, hier gibt's Brot. Hübsch. Ja, ich weiß, das ist hübsch. Wo ist die hin? Ach, hier. Die hat ja auch noch was. Kommen zurück. Ihr wisst davon? Hat mein Vater euch eingeweiht? Ich bin so froh. Ein Drachentöter wird uns sicher helfen. Ich weiß nicht. Vielleicht sind die Attentäter schon hier in der Gegend. Wir gehen kaum noch vor die Tür. Vielleicht haben die anderen Dorfbewohner nachts draußen etwas gesehen. Ich weiß, dass Roman der Priester gerne bei Mondschein spazieren geht und Folos Frau Rosi oft schlecht schläft. Hauptmann Roland ist normalerweise auch noch spät wach. Es tut mir so leid, dass ich nicht mehr helfen kann. Bitte geh. Okay. Ja, offenbar müssen wir jetzt wieder mit ein paar Leuten reden. Und danach, ja, ich hoffe eigentlich, dass wir endlich mal wieder aus dem Dorf rauskommen. Hier. Was hatte die Folos Frau? Ach, hier ist der Priester. Ey, bleib mal stehen. Kommt ihr mit der Erkundung des Todes? Liebe Zeit, nein, sollte ich. Wenn etwas vorgefallen wäre, hätte ich es sicher bemerkt. Mögen euch stets die Schuhe. Okay.
Ja, die Frau ist, glaube ich, hier drin, oder? Ja, ich denke... es gibt einfach zu viele Ladebildschirme hier. Ja, hier ist sie. Kann ich was für euch tun? Oh, ich weiß nicht. Ich habe einige auffällige Personen in der Nähe der Alten, die sind dort herumgeschlichen und keine Ahnung, was das sollte. Aber ich habe sie flüstern gehört, dass sie zurück zur ausgebrannten Kapellenruine im Tal gehen wollen. Das ist alles. Ja, Wiedersehen. Okay, die ausgebrannte Kapelle im Tal. Ich glaube, da laufen wir sowieso dran vorbei. Ja. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal zum Hof nach unten. Da könnten wir vielleicht die Schweine von dem anderen, von Folo, zurückbringen. Und mit den Wachen da unten mal reden. So. Ah, da vorne sind ein paar. Ah, erstmal eine Sequenz. Ich muss sagen, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, der hat auch noch einen Trank dabei. Ja. Nichts. Pflanzen, ja. Eigentlich wollte ich mal noch zu dem Turm da. Goblinherzen. Stimmt ja. Die können wir verkaufen. Drachentöter, hier oben. Oh, neue Erkenntnisse gewonnen. Eure Attribute wurden mit einem Willkommensbonus erhöht. Oh, sind ja schon hier. Pausiert dann. Okay. Ja, klar.
Na toll. Der ist Stufe 3. Ich denke, wir gehen noch mal kurz zurück ins Dorf. Moment. Nee, so muss man ja. Wir haben noch hier ein paar Tränke, nicht? Ja, genau. Okay, einer ist down. Und der zweite jetzt auch. Gut gemacht. So. Hier. Den Enterhaken. Bitte werf ihn um. Ich hab ihn. Na klar, ich werf ihn von hier da durch. Alles klar. Danke, Drachentöter. Diese Goblins hätten mich wahrscheinlich erwischt. Normalerweise ist das kein Problem, aber dieses Mal war es anders. Wir kundschaften den Wald immer zu zweit aus. Aber wir wurden von einer ungewöhnlich wilden Meute angegriffen. Nicht geschafft. Er ist in Panik geraten und weggelaufen. Ich musste mit diesen blutrünstigen Bestien alleine fertig werden. Ich konnte mich auf den Turm retten, habe dabei aber den Enterhaken verloren. Das war vor mehreren Stunden. Dieser Feigling hat scheinbar nicht mal die anderen Wachen gewarnt. Das könnt ihr laut sagen. Knöpft ihn euch ruhig vor, falls es euch Freude bereitet. Sein Name lautet Pavel und ihr findet ihn auf dem Wachturm der Kaserne. Ich werde bei Hauptmann Rolands Meldung machen. Pavel wird bald hinter Gittern sein. Ja, dann wissen wir, warum das der so aufgelöst war. Ja, mit dem Beenden dieses Kampfes werde ich diese Folge jetzt beenden. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye!